Nahezu jeder, der die Absicht hat, eine Geschäftsidee in den Markt hineinzubringen, ein Geschäftsmodell zu verwirklichen, wird mit der Frage konfrontiert, haben Sie einen Businessplan? Egal, ob es zum Arbeitsamt, Jobcenter geht, zur Bank geht, zu Investoren geht oder der Vermieter einen entsprechenden Mietvertrag vorbereiten soll, alle wollen wissen, was ist deine Geschäftsidee, was ist dein Geschäftsmodell, was ist dein Plan, um in den Markt zu kommen und dort auch zu bleiben und langfristig rentabel zu werden. Und ich zeige dir genau in diesem Video die Beantwortung der Frage, wie machst du genau einen Businessplan? Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Unternehmensberater, sondern selbst auch Unternehmer und habe über 20 Unternehmen gegründet. Und im Rahmen meiner Beratung und Coaching-Praxis habe ich auch mehreren tausend Businessplänen beigewohnt. Entweder als Gutachter, als Prüfer oder selbst mit in der Produktion. Da weiß ich also aus der Praxis für die Praxis, wie ein Businessplan gefertigt wird und wie er auch aussehen muss, damit er auch bankfähig oder förderfähig ist oder damit du auch eine solide Planungsgrundlage für deine Zukunft hast. Der erste Punkt ist vielleicht für dich völlig klar, aber leider habe ich zu viele Gründer und Gründerteams bei mir im Büro gehabt, die mir etwas erzählt haben von ihrem tollen Startup und wie sie damit ein Unicorn aufbauen und wie sie dann durch den Exit auch reich werden. Aber darum geht es nicht bei einer Unternehmensgründung. Zuallererst geht es darum, die Frage zu beantworten, was haben andere Menschen davon, dass es deine Geschäftsidee gibt? Was haben andere Menschen davon, dass es dich und dein Unternehmen gibt? Also wo genau ist eine Problemlösung enthalten, die anderen Menschen einen Nutzen gibt? Das ist die allererste Frage, die du jetzt und auch immer wieder als Unternehmer selbst, wenn du auf dem Markt schon tätig bist, überprüfen darfst. Die zweite wichtige Aufgabe ist es dann auszurechnen, ob deine Geschäftsidee tatsächlich rentabel ist. Denn es macht keinen Sinn, dass du ein Unternehmen gründest, was 100, 500.000 oder noch mehr Geld vielleicht zur Gründung verbraucht und tatsächlich weder die laufenden Kosten trägt, noch auf der anderen Seite das eingesetzte Kapital zurückbringt. Dann hast du ein Hobby, wo du Geld bezahlst und beschäftigt bist, aber du hast nichts, wovon du leben kannst. Und darum geht es letztendlich, dass sowohl die Mitarbeiter im Team als auch du selbst eine Entnahmemöglichkeit haben, ihre privaten Lebenshaltungskosten, Fixkosten zu decken. Und auch die sonstigen Verpflichtungen gilt es dann auch bedienen zu können. Sei es die Steuern, sei es der Kapitaldienst, sei es die Kapitalkosten oder beteiligten Investoren auch die entsprechenden Überschussbeteiligungen auszahlen zu können. Wenn du nun herausgefunden hast, dass deine Geschäftsidee tragfähig ist, also rentabel auch ist und Gewinne abwirft, geht es nun darum, ob deine Geschäftsidee auch marktfähig ist. Sprich also, wirst du bei der momentanen Lage deiner Mitbewerber auch genügend verkaufen? Und das eine kann sein, dass der Markt übersättigt ist. Das heißt, du kommst zu einem See und da stehen so viele Angler, dass du gar nicht an den See herankommst. Oder deine mitbewerbenden Angler haben viel bessere Köder als du oder viel bessere Angelinstrumente als du. Dann gilt es herauszufinden, ob du genügend Alleinstellungsmerkmale hast, ob du genügend Abgrenzungsmerkmale hast und ob auch dein Nutzen vielleicht höher ist als die der anderen. Und verlass dich dabei nicht auf dein eigenes Urteil, denn letztendlich muss der Köder dem Fisch schmecken und nicht dir. Zu viele Angler angeln mit Schwarzwälder Kirschtorte am Haken und wundern sich, dass sie keine Umsätze machen. Zu viele Unternehmer gehen mit Produktvorstellungen und Lösungsideen in den Markt, die ja am meisten Begeisterung bei ihnen selbst verursachen. Fakt ist aber, dein Kunde muss begeistert sein. Fakt ist, dass dein Umsatz die Belohnung, der Applaus des Kunden. Also setz dich mit deinem Kunden zusammen, setz dich mit deinen potenziellen Leads und Interessenten zusammen, mache Umfragen, finde heraus, was sie tatsächlich wünschen, was sie tatsächlich brauchen und wie viel Geld auch sie bereit sind, dafür zu bezahlen. Und das vergleichst du mit deinen Mitbewerbern, was die an Lösungen haben, was die an Preisen haben. Und schließlich wirst du feststellen, ob es überhaupt Sinn macht, an den Markt so heranzutreten, wie bisher geplant. Als Viertes brauchst du bei der Erstellung deines Businessplans die Richtlinie, die Rahmenbedingungen. Denn die Frage ist, für wen schreibst du deinen Businessplan? Für dich selbst? Ist es eine interne Auflistung deiner Geschäftsgeheimnisse und deiner Vorgehensweise, die möglichst niemand erfahren sollte? Oder schreibst du diesen Businessplan, um beispielsweise über die Hausbank, über die Förderbank, über das Arbeitsamt, Jobcenter oder Investoren Gelder zu bekommen? Und jeder dieser Adressaten hat eine ganz andere Vorstellung von dem Content, von dem Wissen, was er benötigt. Eine ganz andere Vorstellung von den Zahlen, die er benötigt. Ein Businessplan, den du für das Jobcenter schreibst, brauchst du bei der Bank nicht abgeben. Den Plan, den du aber für die Bank schreibst, brauchst du auch beim Jobcenter nicht abgeben.
Dumm wird's, wenn du sowohl Investitionskapital als aber auch Einstiegsgeld AG2 und Zuschüsse brauchst. Also wichtig ist auch hier die Aufklärung, bevor du schreibst, für wen schreibst du es und was sind die Richtlinien hinter der Adressatengruppe. Beim fünften Punkt kannst du sehr, sehr viel Zeit sparen und vor allen Dingen viele Ablehnungen vermeiden. Es geht also hier um die Auswahl der Methode und damit auch in Verbindung die Templates, also die Vorlagen, die dir helfen, die Richtlinie überhaupt einzuhalten. Denn du musst wissen, wann ist dein Businessplan überhaupt fertig? Wann ist 100% der Vollständigkeit aller Informationen, aller Unterlagen gewährleistet? Und vor allem musst du auch wissen, was du rauslassen kannst. Denn die meisten Gründer, die zu uns kommen, in unser Beratungsunternehmen, schreiben viel zu viel und davon das Falsche. Und deshalb ist es entscheidend, dass du genau weißt, was deine Zielgruppe braucht und welche Vorlagen bereits diese Struktur enthalten. Es ist entscheidend, ob du über 1, 2 oder 3 oder 5 Jahre eine Finanzplanung machst. Es ist entscheidend, ob die jährlich ist, quartalsmäßig oder ob die sogar monatlich, wie bei den meisten Förderprogrammen, gefordert wird. Und es ist auch entscheidend, ob das ein Brutto- oder ein Nettoplan ist. Und es ist entscheidend, wie viel Prozent der Mittel, die du brauchst für die Deckung des Gesamtkapitalbedarfs aus Eigenkapital oder Fremdkapital kommen darf. All das ist entscheidend, damit du tatsächlich ein gutes, erfolgreiches Ergebnis hast, was sich der Leser auch überhaupt anguckt, nachdem er das Inhaltsverzeichnis überfliegt und zum Schluss auch deinen Förderantrag, deine Anträge auf Finanzierungsmittel auch bewilligen wird. Und wenn du glaubst, dass du dann mit diesen Vorlagen, mit diesen Templates auch tatsächlich fertig bist, dann empfehle ich dir, alle Unterlagen zu prüfen. Das ist auch eine Hauptaufgabe, die wir bei der X-Group machen, dass wir eine fachkundige Stellungnahme erstellen für die Fördermittelanträge beim Arbeitsamt, beim Jobcenter. Wir erstellen aber auch Prüfungs- oder Wertgutachten für Unternehmen, die verkauft werden sollen. Und wir wissen ganz genau, worauf geachtet wird, gerade aus der Sicht einer Bank, aus der Sicht eines Fördermittelgebers, aus der Sicht eines Investors. Wenn du nun alles fertig hast und auch die Experten, also wir beispielsweise als fachkundige Stelle oder als Unternehmensberater, die Wertgutachten machen, sagen, das ist vollständig, heißt es noch nicht, dass es auch tatsächlich präsentabel ist. Denn auch in der Küche weißt du, dass das Auge mit ist. Wenn einfach der Ober oder der Koch in einem Restaurant das Essen einfach raufklatscht und nicht wirklich stilvoll anrichtet, wird es nur halb so gut schmecken. Und genauso geht es auch den Banken und den Investoren. Entscheidend ist also, dass du vor die Runde der Investoren oder der Bankmitarbeiter auch treten kannst und in der Lage bist, einen guten, erfolgreichen, überzeugenden Pitch auch abzuliefern. Also ein Kurzverkaufsgespräch deines Geschäftsmodells und die Unterlagen sollten dazu passen. Und die gute Nachricht zum Schluss, denn wir als X-Group mit unserem Beraterteam von über 30 Beratern sind seit mehr als 20 Jahren dabei unterwegs, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Businessplan, ihre Finanzpläne zu stellen und damit auch Förderanträge oder Bankkreditanträge auch zu stellen. Deshalb haben wir sowohl die Methoden, die Templates, das Fachwissen und auch die Manpower, um schließlich deine Unterlagen, dein Konzept auch zu prüfen. Deshalb lade ich dich ein, gerne Gebrauch zu machen jetzt von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn in diesem Gespräch prüfen wir nicht nur, ob und wie wir dich dabei unterstützen können, sondern wir prüfen auch, ob du, dein Unternehmen förderfähig ist. Und die gute Nachricht ist, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass du mindestens 50% auch Förderung bekommst für unsere Beratungsleistung. Die Wahrscheinlichkeit ist aber auch vorhanden, dass sogar bis 100% aller Kosten übernommen werden können. Es liegt nur an dir, das zu prüfen. Buche jetzt dein kostenfreies Erstgespräch. Dein Daniel Schäfer.